Hallo miteinander, ich zeige euch heute den First Order Stormtrooper von Ubitech. Was kann der Roboter? Er hat eine Spracheingabe, er kann Gesichter erkennen und er kann in deinem Wohnzimmer auf Patrouille gehen. Gesteuert wird er über ein Smartphone oder ein Tablet, wo du mittels Augmented Reality Missionen machen kannst. Mit Reality hat es nicht so viel am Hut, wie ihr bald sehen würdet, weil ich zeige jetzt gerade mal, wie so eine Mission aussieht. Wenn ihr ihn das erste Mal einschaltet oder jedes Mal eigentlich einschaltet, macht er einen kleinen Equipment-Check. Das heisst, er tut alle seine Funktionen kalibrieren, seine Arme bewegen, Kopf schütteln. Awaiting further instructions. Er hat sich verbunden. Noch 5 Minuten, 10 Minuten. Wir machen jetzt zum Beispiel mal so eine Augmented Reality Mission. Er ist ready, kann man sagen, send order. Wir gehen jetzt mal auf easy, start mission. Er ist ein Jakku und da haben wir so ein, bisschen, wie so ein Spielfeld, eigentlich, wo wir da sehen, mit verschiedenen Sachen, die wir erkunden müssen. Dort müssen wir herlaufen, irgendwie Rätsel lösen oder etwas sammeln, etwas suchen. Und um dort herlaufen, klicken wir einfach dort drauf und sagen, er soll loslaufen. Und dann ist jetzt hier die Augmented Reality am Laufen. So unten dran sehen wir so ein bisschen, ja, Jakku, Wüstenlandschaft. Und oben dran, der Oberteil des Bildschirms, ist eigentlich seine Kamera, die er eingebaut hat. Und er läuft jetzt einfach ständig umeinander. Und du kannst nichts machen, außer einfach warten. Weil er muss jetzt zu dem Checkpoint kommen, dass du deine Mission kannst lösen kannst. So, jetzt sind wir Find the Hidden Resistance Data Tape. Gut, jetzt müssen wir, cool. Jetzt müssen wir da so ein bisschen rumschauen. Und er sucht eigentlich nach einem versteckten irgendetwas. Aber es ist schon ein bisschen billig gemacht. Also, jetzt hat er gefunden. Ja, okay. Das war ein Teil der Mission. Jetzt müssen wir schon eigentlich, ja, zum nächsten Punkt laufen. Und jetzt läuft er wieder zwei Minuten umeinander. Das Fazit zum Stormtrooper. Er sieht cool aus. Es macht auch eigentlich noch Spass. Aber irgendwie finde ich, für den Preis, den du für ihn zahlst, bringt er zu wenig. Also an Funktionen, wie zwar was die Robotik anbelangt, ist es so ein bisschen, naja.